Hi Leute, heute geht es darum, was du wirklich erwarten kannst, wenn du Fokus und Aufmerksamkeit auf deinen Körper, auf deine Gesundheit steckst und was du erwarten kannst mit dem Fokus und der Energie, wie du es in der Vergangenheit auf deine Gesundheit, auf deinen Körper gegeben hast. Und zwar möchte ich heute mal auf diesen Aspekt eingehen, weil oft ist einem dieses Verhältnis nicht bewusst, wie aufmerksam man eigentlich mal auf seinen eigenen Körper geachtet hat. So, man nimmt überhaupt in dem ganzen Alltagstrott und dem gesellschaftlichen Lebenslauf und Gang keinen einzigen Moment in der Schule. In der Kindheit fragt man sich mal, ey, was ist wirklich sinnvoll? Wie funktioniert mein Körper? Was sollte ich da reinstecken? Es wird einem nicht gezeigt. Man macht es nicht. Man steckt keinen Fokus, keine Energie da rein. Und wenn du mal überlegst, du gehst 13 Jahre in die Schule. Mir geht es nämlich nur mal um dieses Verhältnis. Viele Menschen erwarten, dass man von jetzt auf gleich plötzlich jedes Körpersignal und Symptom sofort richtig einordnen kann und richtig spüren kann und richtig fühlen kann. Dabei hat man Jahrzehnte vernachlässigt, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Und eigentlich ist es wichtig, am Anfang des Lebens sich hinzusetzen und sich diese Fragen mal zu stellen, den Körper mal zu beobachten, damit man das restliche Leben lang für sich mitnehmen kann. Aber jetzt zu dem Ausmaß. Man muss sich wirklich mal überlegen. So, wenn man jetzt zum Beispiel Lehrer wird. Man geht 13 Jahre in die Schule, wo man Grundlagen lernt. Dann studiert man irgendwie 5 Jahre. Dann macht man noch 2 Jahre Referendariat. Das heißt, man macht vorher diese Grundlagenausbildung mal schon 13 Jahre, dann macht man 5 bis 7 Jahre nichts anderes außer das und versteht dann ein Thema richtig. Und bei der Gesundheit, bei deiner Gesundheit, viele erwarten, dass sie irgendwie einen Wochenendkurs machen oder sonst was und dann haben sie plötzlich das Körpergefühl von jetzt auf gleich wieder. Aber so funktioniert das Ganze eben nicht. Weil dieses Ausmaß, eigentlich ist es nur, weil wir uns halt so weit davon entfernt haben, von dem eigenen Körpergefühl. Aber man muss halt erstmal diesen Fokus und Energie da reinstecken, um mal wieder die Signale vom Körper richtig zu deuten, um wieder zu wissen, wie man das Ganze einschätzen kann. Und das macht man halt nicht. Ja. In so einer kurzen Zeit. Also natürlich kann man so diese Grundlagen für sich mitnehmen in einer kurzen Zeit, dass man weiß, was man machen muss, um halt ein besseres Körpergefühl zu entwickeln, mehr Gesundheit zu entwickeln. Aber um das halt wieder wirklich zu lernen, ist es halt ein Prozess, wie beim Klavierspielen, wenn du ein neues Musikinstrument lernst, dann du setzt dich nicht zuerst hin ans Klavier. Und kannst plötzlich Sinfonie von Mozart spielen, sondern nee, du setzt dich hin, übst jeden Tag und es wird mit Mal zu Mal besser. Und genauso ist es halt mit dem Körpergefühl. Man entwickelt das mit jedem Tag immer weiter, immer besser. Und du kannst nicht erwarten, dass du 20, 30 Jahre überhaupt nicht drauf hörst. Der Körper ziemlich abstumpft auch in der Zeit, weil natürlich viel angesammelt wird. Schon viel Disharmonie, Disbalance im Körper angesammelt wird und der Körper halt auch nicht mehr so feinfühlig dann ist. Aber selbst dann ergibt noch ganz klar eigentlich Signal. Und das Wichtige ist eigentlich eher viel mehr noch, diese ganzen Konditionierungen, diese ganzen Programme, die wir im Kopf haben,
abzuschalten, um wirklich mal wieder ein wirkliches Körpergefühl zu entwickeln und nicht nur irgendwas Verstandesmäßiges. Genau. Kalorien zählen und so weiter, ist das alles dasselbe. Dein Körper sagt dir eigentlich ganz klar, stopp, so, da braucht man keine Kalorien zählen. Dein Körper sagt dir, ey, jetzt ist genug, jetzt brauche ich wieder was. Und sagt dir genau wann, wie viel, was. Im Grunde brauchst du das Essen, wenn du immer feinfühliger wirst, fast nur anschauen und du weißt, ob dir das jetzt gut tut in dem Moment oder nicht. Spätestens wenn du es dann zum Mund führst und dann ist die Nase da drüber und du riechst es und du siehst es vorher schon, ob du seine Sinne ansprichst. Und wenn dann das dritte Tor ist, dann die Zunge so. Wenn du den Geschmack hast, dann merkst du schon mehr. Und dementsprechend, dieses Körpergefühl wieder zu entwickeln, darum geht's halt. Und dazu muss man einfach ein bisschen Zeit und Energie reinstecken. Und das ist halt viel nicht bewusst. Das wollte ich halt nur mal in diesem Video wirklich klar und deutlich loswerden. Dir muss bewusst sein, wenn du da wieder hin möchtest, dann bedarf es ein bisschen mehr Energie und Fokus. Und das liegt dabei eher daran, an den Programmen und Konditionierungen, die wir über die Jahre angesammelt haben, als dass es unglaublich kompliziert wäre, sich gesund zu ernähren, das Körpergefühl zu entwickeln. Im Grunde ist es nämlich alles in dir eingespeichert im Körper. Dein Körper weiß normalerweise ganz genau, was eben für dich richtig ist. Aber diese Verstandesebene, die bei uns so dominant ist in der Gesellschaft, die hat halt meist nicht sehr viel mit der Ernährung zum Beispiel zu tun. Und die gilt es halt wieder da zu trennen und zu sehen, okay, was will mein Körper wirklich, was ist der Bedarf, so was, worauf hat er wirklich Lust und wie viel und wann. Und in der Natur würdest du zum Beispiel auch nicht auf den Gedanken kommen, wenn du Hunger hast, dir plötzlich eine Karotte in die Nase zu stecken oder ins Ohr. So, normalerweise kommt man da nicht drauf, weil es ist einprogrammiert. Du probierst es in den Mund zu stecken und du merkst auch, ja, ob das für den Körper dann zuträglich ist oder nicht. Und ich wollte nur diesen Aspekt heute, wenn du einen Aspekt eben mitnimmst aus dem Video heute, dann, dass diese Spanne, wo man mal diese Energie, Fokus, Zeit reinsteckt, um das Körpergefühl wieder zu entwickeln, das bedarf halt ein bisschen längerer Zeitspanne als diese Wunderheilungen und schnell irgendwie nach einem Wochenende weiß ich plötzlich, was alles perfekt für meinen Körper ist. Das ist halt in der Regel nicht der Fall. Also schreib gerne mal unter das Video, was du da für Erfahrungen gemacht hast, wie lange es bei dir gedauert hat, bis du das Körpergefühl entwickelt hast. Und wenn dir das Video gefallen hat und weitergeholfen hat, dann gerne teilen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und das Video teilen, damit es mehr Leuten bewusst werden kann. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und mach's gut. Bis dann. Ciao.